Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr ein regelmäßiges Zehneck in einem Kreis konstruieren könnt. Dazu braucht ihr einen Zirkel, einen Bleistift und ein Geodreieck. So Leute, zuerst nehmt ihr euer Zirkel, zieht einfach einen Kreis, beliebigen Radius, und nehmt euer Geodreieck und zieht einmal durch den Mittelpunkt, waagerecht. So, dann legen wir das Geodreieck an, mit der 0 an den Mittelpunkt und tragen 36 Grad ab. Deshalb, weil 360 Grad, die der Kreis besitzt, durch 10 Ecken, die wir besitzen, teilen, macht 36 Grad pro Dreieck. So, ziehen wir hier vom Mittelpunkt einmal durch und legen nochmal an hier und tragen nochmal hier auf der anderen Seite 36 ab. Verbinden den Punkt mit dem Mittelpunkt. Und legen jetzt hier an. Tragen 36 Grad ab. Und verbinden wieder mit dem Mittelpunkt. Legen hier nochmal an. Immer mit der 0 zum Mittelpunkt. Und tragen wieder 36 Grad ab. So. Jetzt verbinden wir das wieder mit dem Mittelpunkt. Schon haben wir hier 4 Schnittpunkte. Okay, 6 mit dem hier. Und die werden wir jetzt untereinander miteinander verbinden. Und schon haben wir die Hälfte. 4 Ecken und jeweils halbe Ecken. Zunächst drehen wir das. Entschuldigung. Um. Ist einfacher. Legen das wieder bei 0 an den Mittelpunkt an. Tragen hier 36 Grad ab und hier drüben auch gleich. Verbinden jetzt unsere gerade gemachten Punkte wieder mit dem Mittelpunkt. Ziehen durch und hier auch. Wir ziehen durch. So, jetzt legen wir unser Geodreieck hier wieder an. Tragen 36 Grad ab, verbinden das wieder mit dem Mittelpunkt. Und tragen wieder 36 Grad ab, verbinden das mit dem Mittelpunkt. Jetzt habt ihr hier wieder Schnittpunkte, die entstanden sind. Die werden wir wieder miteinander verbinden. So entstehen unsere Ecken. Das könnt ihr auch mit. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Fünfeck zeichnen. Müsst ihr halt 360 Grad durch 5 teilen. Dann habt ihr die Winkel, die jeweils hier diese Dreiecke besitzen. Zusammen ergeben die halt 360 Grad.